Ich war wie so ein 12-Jähriger am Set, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich stand da nur staunend mit der Kinnlade unten, stand ich da rum und es hat mich umgehauen. Also die Größe von allem. Wenn ich sehe, dass etwas falsch läuft, kann ich das nicht ignorieren. Spielt Zemo, der ein bisschen anders ist als in Original-Comics. Und der zwar der Bösewicht ist, aber alles, was er macht, eigentlich aus einer nachvollziehbaren menschlichen Motivation heraus macht. Er nimmt Rache, weil er geliebte Menschen verloren hat. Und insofern konnte ich ihn als Figur immer verstehen. Der greift dann schon zu drastischen Mitteln, würde ich jetzt vielleicht nicht machen. Aber ich konnte schon immer nachvollziehen, warum er das tut, was er da so tut. Und das hat mich interessiert, dass so eine ambivalente Figur zu spielen, der nicht einfach nur böse ist, sondern seine Gründe dafür hat. Es muss Grenzen für uns geben. Letzte Warnung. Bist du denn jetzt durch diese Arbeit so ein bisschen zum Comic- oder Superhelden-Nerd geworden? Also ein bisschen angefixt bin ich schon, weil es so extrem Spaß gemacht hat. Und ich habe jetzt auch mit großer Freude diesen Film gesehen. Ich meine, du machst ja deine Szenen. Im Film spiele ich ja eine Nebenrolle. Das heißt, ich hatte meine Szenen und war bei dem Rest ja nicht beteiligt und habe das auch noch gar nicht gesehen. Und jetzt bei der Premiere in Los Angeles war ich vollkommen umgehauen, weil es echt ein großartiger Film geworden ist, der richtig, richtig Spaß macht. Und insofern hat das schon mein Interesse geweckt für diese Welt. Wie ist es denn, wenn man am Set ist und auf einmal kommt Captain America oder Iron Man an einen vorbei? Das wirkt doch bestimmt so ein bisschen surreal, oder? Das ist ein bisschen witzig, ja. Es gab schon Momente, ich war wie so ein 12-Jähriger am Set, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich stand da nur staunend mit der Kinnlade unten, stand ich da rum und es hat mich umgehauen. Also die Größe von allem, ne? Und dann vor allen Dingen die Kollegen zu treffen. Mhm. Aber es war zum Glück dann eine Aufregung im positiven Sinne, kein Bammel oder so, weil die Jungs das so gut machen, dich einzubeziehen. Die geben dir nie das Gefühl, der Neue zu sein oder ausgeschlossen zu sein. Du bist gleich involviert, beim Spiel, aber auch privat. Und da bin ich extrem dankbar für. Also vor allen Dingen Chris Evans hat mich unter seine Fittiche genommen, hat mich zum Basketball eingeladen, mit dem bin ich auch noch um die Häuser gezogen, war essen cool. Und so. Und das war toll, weil ich dann irgendwie die Aufregung oder den Bammel komplett verloren habe. Gab es denn jemanden, den du am coolsten fandest? Da kann ich mich schwer entscheiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die beiden Herren, Chris und Robert Downey, sind super. Also Robert Downey war ja auch gestern bei mir in der Tapas-Bar, was mich sehr, sehr stolz gemacht hat, sehr mich schön. Und mein Team. Ja, und er hat auch sehr genossen. Und hat ihm geschmeckt? Sehr gut geschmeckt, ja, zum Glück. Und aber alle, die sie da stehen, ich könnte mich jetzt nicht für einen entscheiden. Ja, die sind alle ganz cool. Hast du denn noch so eine Geschichte vom Set, die du mit uns teilen kannst? Irgendwas Lustiges, das passiert ist oder was du nie vergessen wirst? Es war manchmal merkwürdig, weil man Dinge drehen musste, die an einem völlig anderen Ort spielen. Und ich weiß noch, wie Chadwick, also der den Black Panther spielt, und ich gelitten haben, weil wir eine Szene, die eigentlich in Russland bei minus 40 Grad spielen soll, bei plus 40 Grad in Atlanta gedreht haben und geschwitzt haben wie die Bekloppten. Also wir mussten eigentlich alle 30 Sekunden auch unterbrechen, weil es einfach nicht ging. Und du guckst es dir dann im Film an, du glaubst sofort, du bist in Russland. Also es ist dann auch einfach so Dinge, die ich nicht checke, wie sie das machen visuell, ne? Also so. Aber nee, ich glaube, ich habe jetzt keine Kracher-Story für dich. Aber ihr habt super hinbekommen. Es war ein grandioser Film, hat ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke fürs Interview. Gerne.